Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, Larend hat noch einen letzten Auftrag für uns und quatscht gerade auch dazwischen. Hier müssen wir hin, wendiges Reißhorn. Das wollen wir noch kurz ausschalten. Und dann ist das mit der Rüstung hoffentlich vorbei. Schauen wir mal. Na komm, put, wo sind die Reißhörner? Ich hätte jetzt gerne Reiswaffel. Ich sehe Maschinen. Aber das bringt uns nicht weiter. Könnte das Reißhorn sein, das ich suche? Ja, wer weiß das schon. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Und die Quest nimmt einen düsteren Lauf. Okay. Soll ich das jetzt scannen? Soll ich damit... interagieren. Ja, das sind definitiv Tapserchen von mir. Das sind viele verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Ja. Gib dein Bestes. Ich lade mal Munition nach. Reißhorn, wo bist du? Da drüben sind sie nicht. Habt ihr Reißhornspuren entdeckt? Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Ja, sogar ein frisches Reißhorn. Tja, dann wollen wir mal schauen, wo die Reißhörner sich verstecken. Und dann finden wir wieder raus, was Reißhörner waren. Ich habe keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall lecker. Da hinten ist ja eins. Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ja. Ich muss es erledigen. Ja, wo ist es denn hin? Hat er nur ganz kurz anvisiert. Nein, lauf doch nicht weg. Ne? Ich krieg dich schon noch. Ja, natürlich kriegt man das. Da sind sie ja, ganz viele. Stehen bleiben. Das ist ein Citizen's Arrest. Oh, jede Menge Lanzenhörner. Ja, ich will aber den Kameraden da. Hau doch nicht ab. Entschuldigung. Du warst eigentlich nicht mein Ziel. Nein, schnell weg hier. Ach komm schon, wo seid ihr hin und warum? Könnt ihr nicht wieder anfangen zu grasen? Sind die jetzt ernsthaft weg? Da ist doch was. Ist es ein Waschbär, nee, ein Fuchs? Ist egal, brauchen wir auch. Nehme ich auf jeden Fall mit. Können wir vielleicht mein Beutelchen wieder vergrößern? Ich rufe mein Reittier. Kann nicht schaden. So. Hätte ich gleich machen sollen. Wo ist das Reißhorn? Ihr seid umzingelt. Ich höre doch was. Lanzenhorn. Ja, ja, halt die Backen. Ja, eigene Treffer loben. Wäre noch besser, wäre der Baum hier nicht im Weg. Steig mal ab. Wo ist denn dein feuerspeiender Freund? Keine Munition. Hätte ich so viel verballert. Ja, anscheinend. So. Was ist denn da oben? Rohstoffbehälter? Lanzenhorn, Bohrhorn. Und hier mit dem Bohrhorn. RCI, was? RCI-Bericht, strategische Bewertung. Metallblume. Kann damit noch nichts machen. Komm schon. Reißhörner. Egal, das kennen wir erst. So, Wildschwein. Irgendwas anderes, mein Reittier. Kann doch gar nicht sein. Wo wollen die denn sich hin verdünnisiert haben? Eichhörnchen? Jetzt doof. Kann das nicht wie jede andere Maschine sein und mich angreifen? Na egal. Zumindest gibt es hier ein bisschen was zu looten. Auch nicht so schlecht. Die behalte ich als Vorrat.
Da unten ist davon was ein Reishorn. Alte Truhe für Wertgegenstände. Okay, die haben wir jetzt natürlich nicht auseinandergenommen. Da hinten ist was. Da ist aber auch was da vorne. Lanzenhorn. Komm mal hier, Reitmaschine. Reitmaschine. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal hier durchlaufen. Oder durchreiten. Da hinten ist auch was Interessantes. Da leuchtet es orange und es blitzt orange. Ja gut, warum denn nicht? Ist irgendwas von euch mein Feind? Ich glaube nicht. Au! Bleibt stehen! Okay, der bleibt ja tatsächlich stehen. Eher liegen. Ja, muss ich hier schon an Anweisungen halten. So. Da nochmal nachcraften. Da ist es doch. Komm hier. War das das Reishorn? Kann man ja gleich nachschauen. Aloy, wo willst du hin? So. Nein, du warst nur ein Lanzenhorn. Nur ein Lanzenhorn. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Nur so scheiß Reishorn, wenn man es braucht. Ja, ja. Nicht sehr angenehm hier. Vielleicht ist es irgendwo hier oben. Schade, dass ich der Spur nicht folgen kann. Ich will aber jetzt auch nicht, dass die Quest scheitert. Irgendwo wird es doch stecken. Den Geräusch nach. Diese Grat nicht machen. Wo wäre ich, wenn ich ein Reishorn wäre? Bestimmt schon längst umgekippt vor Erschöpfung. Ich glaube, das ist sportlicher als ich. Reitmaschine zu benutzen ist optional. Susu. Was ist da? Da habe ich immer noch kein Werkzeug für. Das ist nicht gut. Heilende Pflanze. Mitten im Busch. Warum nicht? Kein Reishorn. Ja, das haben wir auch schon. Ein Wildschwein. Warum denn nicht? Oh, sogar was Lilanes. Ja, damit. Wildschweinknochen. Die mag ich am liebsten. Ich will mich nicht zur Kante fallen lassen. Ich will wissen, wo hier die Reishorn-Population hin ist. Kann ich die echt gerade nicht verfolgen? Keine Ahnung. Da hinten vielleicht? Nee, das sind normale Stürmer. Also die Lanzenhörner haben wir erledigt. Zumindest so weit, so gut, würde ich mal sagen. Ja, da sind wieder diese... Die Gräber waren das. Schwierig. Rohstoffbehälter. Und da ist ja auch noch was funkelt. Auch ein Rohstoffbehälter. Ich will meine Reitmaschinen nicht reparieren. Kann doch nicht sein. Wo ist denn mein Missions... Ach, so groß ist der Missionsradius. Na gut, dann brauche ich tatsächlich mein Reittier. Komm nochmal hier, Kollege. Ist es das? Was bist du? Ein Reishorn. Na, das kommt ja zu mir. Ist ja zu mir gekommen. Teile für Larend holen. Ja. Das sollte genug Beute für Larends Rüstung sein. Ja, wollen wir es hoffen. Da hat er mich ganz schön hier ins Traben gebracht, wie man so schön sagt, unter Reiterfreunden. Nehme ich einfach mal an. Ich habe keine. Also, keine Freunde. Egal, ob es die reiten können oder nicht.
So, da hinten war man aber, glaub schon. Glaub, da fehlt uns auch noch Werkzeug für. Ansonsten haben wir hier einen Rotfuchs. Beziehungsweise. Und ab. Ja, und ab. Und was ist hier drin? Na, wenigstens ein bisschen Pelz. Bisschen was Pelziges. Nein, ich werde verfolgt von Reitmaschinen. Ich fliehe auf meiner eigenen Reitmaschine. So. Larend, her mit der guten Rüstung. Haben mir einen Arsch aufgerissen. Hier hast du das Reishorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Ja, dann es zeig mal hier. Vielleicht. Nein, leck mich! Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Bitte. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich ja, vielleicht. Und? Möchtest du handeln, meine Liebe? Wer weiß das schon? Was hast du? Du hast hier immer noch nichts. Boah, ey. Du hast wohl nichts Schönes gefunden, was? Aktuell nicht. So, wo müssen wir hin? Hauptquest geht irgendwo hier. Ne, die brennenden Blüte. Finde die Karja-Jägerin. Was ist denn das? Begib dich nach Rheinklang. Hoffentlich wird das kein Rheinfall. Ja, egal. Da ist auf jeden Fall die Hauptquest. Da müssen wir hin. Da gehen wir hin. Los, Mopsgeschwindigkeit. Halbwegs zumindest. 800 Meter bis Rheinklang. Das sind ja wirklich keine Entfernung hier. Ich habe eine Farbe freigeschaltet. Schmiedenflackern. Wodurch das? Sah ganz cool aus in der Vorschau. Komm, reit doch ein bisschen mal weniger besoffen. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Ja, Feuer hätten wir auch da. Scharfschützenbogen, mit dem bin ich tatsächlich noch nicht so zufrieden. Gegen was bist du denn allergisch? Schwach gegen, ja, das war klar, Frost. Ich brauche Frostpfeile. So. Schauen wir mal, ob wir was treffen. Naja. Naja. Ich würde sagen. Oh, der ist schon down. Kollege. Oh, der ist aber nicht lang down. Das ist natürlich problematisch. Ja, ja, chill. Bist du tot? Bist schon tot? Au, au, au. Und ich folge dir anscheinend gleich. Und du warst was? Du warst ein... Ach, du bist auch ein Himmelsgleiter. Ihr seht immer so unterschiedlich aus. Je nachdem, ob ihr gerade ausgebreitet habt oder einen Bodenkampf vollführt. So. Voll auf die Linse. Und auf die Euter da hinten. Bist du auch schon down? Nein. Ausweichen, Aloy. Sonst machst du es wie eine Weltmeisterin. Kollege, ich muss dich auch treffen. Kannst nicht so wild rumzappeln. Ja, ist sehr gut. Ha, in die Fräse. Nein. Aloy, ins Gesicht. Au. Nicht ins eigene Gesicht. Haut es jetzt einfach ab. Hier geblieben. Eine Scan-Einheit. Was will ich denn damit? Geschafft. Ich hab's geschafft. Doch nur abge... Ah, da ist es. Hier. Yeah. Nein. Mensch, verbrauche ich viel Munition. Ich dachte, ich könnte jetzt 30 Pfeile mitnehmen. Haben wir doch letztes Mal extra gecraftet. Oh, vielleicht waren das andere Pfeile. Ah, mach doch nicht sowas. Das ist der Problem am Fernkampf. Auf die Rückenprotektoren. Und auf den Schwanz. Ah, oh, nee, das ist ein Schwanz. Ah, sehr empfindlich, der Schwanz. Ist ja ähnlich wie bei mir. So. Da ist noch ein Fuchs. Vielleicht bringt das was.
Irgendwie müssen wir ja mal Beutel upgraden. Hier können wir uns schön voll looten. Mit Hilf-Items. Ja, hör mal auf zu husten. Hätte Aloy halt in ihrer Jugend nicht so viel rauchen dürfen. Ich glaube, das ist ein chronischer Raucherhusten. Zumindest, wenn man in diese roten Teile hier tritt. So, jetzt aber weiter nach Reinklang. Haben hier alles erledigt, was zu erledigen geht. Oh, ein bisschen Loot liegt noch rum, aber... Was haben wir da hinten? Nochmal so ein Himmelsgleiter. Ja? Nein? Nee, das sind solche Hüpfkängurus. Okay. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Und bist du ein Feind? Rebellen-Scharfschützen. Du bist ein Feind. Sag das doch. Wieso stirbst du nicht? Nein, nein. Keine Hilfe. Au. Welche Nora-Kriegerin? Ich sehe keine. Komm, halt jetzt still. Kettenreaktion. Oh, ich würde auch sagen, dass es vorangeht. Wird aber den gern einfach ins Maul schießen. Na gut, dann so. Nein, komm wieder her. Wir müssen warten. Warten. Ach, der hat einen Bogen. Dann bringt's ja nichts zu warten. Wieso habt ihr so gute Rüstung? Nein, nicht getroffen. Jetzt aber getroffen. Das war ein sauberer Headshot. Da bin ich ganz stolz auf mich. Au! Schwing die Hufe, aber nicht so. Wie viel hältst du denn aus? Kollege. Da hinten scheint auch ordentlich die Party abzugehen. Zumindest vom Geräusch her zu schließen. So. Die müssen wir natürlich noch looten. Auch wenn es hier nur ein paar Metallscherbchen und ein paar Bieren gibt. Kann gerade nicht speichern, weil wir irgendwie noch unter Beobachtung stehen. Jetzt aber? Nö. Wer beobachtet mich? Noch ein Rotfuchs. Brauche ich doch gar nicht. Nehme ich aber trotzdem. Komm schon. Gib mir dein gutes Fell. Nein, doch kein Stein. So. Glaub, die sind so aggro. Was bist du denn? Sprungschläger. Schwach gegen was auch immer. Und wieso haust du ab von mir? Schön deine Teile abschießen. Oh. Da ist er wirklich explodiert. Da ist noch einer irgendwo. Ach. Ich glaube, das ist Kühlsaft, oder? Ja. Den braucht man relativ dringend. Bin aber immer noch braune Ratte. Ja, warum nicht? Reichhaltiges Fleisch. Oder ein makelloser Schädel. Keine Ahnung. Eine Ziege! Die brauchen wir bestimmt zum Craften. Moin. Aha. Wird immer besser mit dem Bogen. Trotz der Strömung. Hier haben wir wieder die... Ein Plünderer. Was plündert ihr denn hier? Das ist doch mein Gebiet. So, noch ein paar von diesen Reinholzweigen mitnehmen. Obwohl wir noch einige haben. Oh oh. Ich würde sagen, der hat mich leicht gesehen. Na, wollte doch gar nicht zurück ins Wasser. Na, egal. So, da haben wir was. Rebellenreiter. Hat er noch was Gutes dabei gehabt? Ich glaube nicht. Na gut, dann einmal speichern. Kann man nicht. Was wollt? Dann auf nach Rheinmetall, nach Rheinklang. Himmelsgleiter-Areal. Boah, wollt mich jetzt nicht nochmal mit denen anlegen.
dauert immer, bis sie ausgeschaltet sind, aber ich würde es gern freischalten. Da gibt es ja auch Reishörner. Oder ähnliches. Oh. Entschuldigung. Bahn versehen. So, normale Himmelsgleiter. Ja, visier mich mal wieder ab. Alles ist gut. So, einmal auf die Karte schauen. Okay, ist tatsächlich... Dann reiten wir doch einfach. Ich wurde entdeckt. Von was wurde ich entdeckt? Auf geht's. Auf geht's. Ja, nicht im wörtlichen Sinne auf. Einfach vorwärts. Vorwärts reicht. Da ist ein unbekannter Unterschlupf. Wollen wir uns mal mit ihm bekannt machen? So. Sieht doch gut aus. Immer noch nicht schnell. Was ist denn da los? Ist doch gerade gar nichts hier um mich rum. Na, egal. Beutel-Upgrades, Stachelholster oder Präzisionsfeilköcher. Ja, warum nicht? Dann wäre schon mal hinter uns. Gut, einmal verbessert. Zweimal verbessert. Waffen-Upgrades, Outfit-Upgrades. Oh, braucht man nicht. Trankherstellung. Vielleicht, das wäre doch gar nicht so schlecht hier. Schön den Vitalitätsstängel wieder verwenden. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Vielleicht habe ich die maximale Anzahl erreicht. Ah, stimmt. 5 Tränke nur im Inventar gerade. Nee, gut. Was seid ihr für Viecher? Stürmer? Ihr seid Rebellen, oder? Nö, sonst wärt ihr ja anders markiert. So. Weiter geht's. Oh je. Boden ist ja komplett verseucht hier. Ja, Reinklang. Sieht aber geil aus. Über die Utaro-Felder aus. Ich muss Gaia zum Laufen bringen. Ja. Oder die sollte was Sinnvolles machen. Weil was bringt es, wenn Gaia nur laufen kann? Ja, selber guten Tag. Oh, Reinklang. Oh, ihr summt ja so schön. Jetzt kann ich mal speichern. Das freut mich. Hi. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Die klingen bereit. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Der ist echt ein Stecher der Wahl. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem das kriegen wir hin. Drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Tödliche Maschinen müssen getötet werden. Ganz einfach. Mit vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Trotzdem weiter. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Ich höre nichts. Sollen wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Ja, wir haben es aber eilig. Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Wir sind bereit. Der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Ich dachte, er singt hier hinter mir so laut, wie er ist. Unbekannt in 53 Metern. Das können wir noch mitnehmen. Was ist hier unbekannt? Was ist unbekannt? Spring mal rüber hier. Ich will es entdecken. Wo ist es hin? Mittleres Vorratslager. Das klingt ja schon mal gut. Was haben wir da oben? Dane. Da haben wir einen Greifpunkt. Nee, gut.
Leben die auf dieser riesigen Satellitenschüssel? Da pinkelt jemand drunter. Das war eine Golden Shower, die ich da abbekommen habe. Unbekanntes Outfit. Ich will das unbekannte Outfit. Ja, wieso versteckt er sich hier im Maisfeld? Ja, ist ja kein Mais, aber ihr versteht schon, was ich meine. Hallo? Bist du bereit? Wie viele Leute kannst du für diese Arbeit schicken? Die sind echt da oben. Ja toll, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Wie soll man denn da gescheit hochkommen? Auf der Bohnenstange hier? Wahrscheinlich eher nicht. Haben die nicht eine Leiter? Irgendwas Sinnvolles? Ich würde sagen, da geht's lang. Wir müssen tatsächlich erstmal hochkraxeln. Wer hätte das gedacht? Da ist eine Verbindung. Ich schätze, hier sind wir fast richtig. Will hier jemand was von mir? Nee, da oben. Ah, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Warum glaubst du, stecken wir in diesem Schlamassel? Lange ist's her. Tja, was willst du? Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Jo, und die hier anwesend. Für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Da bin ich mir sicher. Vielleicht sehen wir uns dort. Dankeschön. Was leuchtet da eigentlich gerade so im... Da war immer so ein grünes Quest-Symbol mit... Das eckig war. Wieso war das eckig? Zeigt das auch meine Vorratskiste? Kann eigentlich nicht sein. Ich sehe es auch nur selten. Hat Jägerbedarf? Und ich gehe nicht hin. So, einmal einkaufen. Was hast du? Du hast seltene Bögen. Häckslerhandschuh. Hab viel Gutes davon gehört. Schneider-Jägerbogen. Bauteilabriss plus 10%. Schaden, also 26 und 50 gegen Panzerung. Oder ein Frostjägerbogen, endlich mit Frostmunition. Können wir uns kaufen. Her damit. Auf jeden Fall. Kaufen und ausrüsten anstatt den Scharfschutzbogen. Den verwende ich eh nicht. Und dann haben wir noch einen Jägerbogen. Vergleichen mit... Hallo? Derzeit ausgerüstet. 28 und 60. Da ist der doch schon viel besser, wenn wir den aufrüsten. Den nehmen wir. Kaufen. Ausrüsten. Da. Da macht er sich gut. So ein Häckslerhandschuh hätte ich natürlich auch gern. Probieren wir es mal. Kaufen und ausrüsten. Ja, braucht man jetzt eigentlich nicht mehr die Kälteschleuder. Machen wir es mal so. Stolperfalle, bla bla bla. Werkzeuge, Rohstoffe, Werkzeuge vielleicht. Nö. Braucht man nicht. Alles klar. Ah, wir können noch was verkaufen. Und zwar Rohstoffe hier. Markieren. Hallo? So, F drücken. F. Und F. Und verkaufen. Auf jeden Fall her damit. So viele schöne Metallscherben. Häckslerhandschuhe feuern Geschosse ab, die Maschinen aufschlitzen und mit jedem erfolgreichen Schlag stärker werden. Nach 3 Schlägen führt ihr nächster Treffer zum Explodieren. Also nach 4 Schlägen explodiert's. Okay, halte vor dem Feuern links gedrückt, um den Häcksler vollständig aufzuladen, damit du Gegner länger aufschlitzen kannst und mehr Schaden bewirkst. Das klingt doch gut. Das probieren wir doch. So, aber jetzt erstmal hier brauche ich ein schönes neues Outfit. Und schön ist dahingestellt. Wir schauen uns das trotzdem mal an. Was hast du zu verkaufen? Osaram Wanderin. Wird nicht sagen, dass das mein Stil ist, aber warum nicht?
Ich würde tatsächlich sagen, das untere ist ein bisschen besser. Ich meine, wir können beide kaufen. Warum nicht? Laufen wir mal ein bisschen als Palme rum. Und Langbein-Zirkulator. Aufgabe erstellen. Als aktive Quest. Das ist ja richtig Premium, das Schwarze. Das braucht man. Also ein Langbein-Zirkulator. Wo waren denn die Langbeine? Ja, machen wir mal kaufen und ausrüsten. Und das kaufen wir nur. Kaufen. Und das brauche ich unbedingt. Das sieht so, so gut aus. Hier mal ein paar Spulen und Gewebe. Tarnfernkampf plus 1. Stiller Schlag, Heilung plus 1. Erhöht die Stufe der passiven Stärkung. Stiller Schlag, bla bla bla. Braucht man im Moment nicht. Wo Langhorn? Da. Okay, da können wir im Moment noch nicht hin. Ist da nicht auch eins? Nee, Sprungschläger und Langbein sind anscheinend was anderes. Wer hätte das gedacht? Wir könnten kurz hier hinreisen. Ich hoffe, das unbekannt in 70 Metern. Das deckt mal auf und Lagerfeuer ist irgendwo da rechts. Dann kriegen wir auch noch raus kurz. Ich brauche dieses andere Outfit. Das passt zu meinem Emo-Dasein. Ja, ich habe Essen im Inventar gerade. Wo Lagerfeuer? Irgendwo da unten. Ah, da ist dieses Ausrufezeichen gewesen. Jetzt sehe ich es ganz deutlich. Was willst du? Ein Gerücht hast du? Na dann schnack mal los. Halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Nein. Späher sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Vielleicht ist es eine Metallblume. Okay. Neue Reliktruine. Dankeschön. Schön, dass sie das eingebaut haben. Könnte ein Blick wert sein. Unbekannter Maschinenstreit. Nee, da wollen wir uns gerade nicht einmischen. Da ist doch das Lagerfeuer. Schnellreise. Dann wollen wir mal schnell reisen. Boah. Ich würde sagen, hierhin. Ah, haben wir es ja nicht mehr so weit. Ja, ja, bestätigen. Und dann können wir uns dieses schöne schwarze Outfit kaufen. Das wird wunderbar zur Farbe meiner Seele passen. Ah, ich erinnere mich, wo wir hier sind. Da war ja Silence, der nicht Ruhe gegeben hat, also gar nicht so silent war. Ja, irgendwie werden die Witze heute nicht besser. Aber hoffentlich die Outfits. Können wir natürlich auch noch das Aussehen davon jetzt ausnutzen. Look nicht angewendet, Look anwenden. Ich würde nicht sagen, wir sind damit nicht besser getarnt. Das ist doch wunderbar hier. Ach, ich mag das Outfit auch. Ja, das andere ist halt nun mal mehr Premium, wie die Kids so schön sagen würden. Deswegen braucht man das. Komm ich da ohne weiteres hoch? Ja. Und dann haben wir noch 100 Meter. Und dann müssen wir mal schauen, wo die so einen Zirkulator am Körper haben. Den müssen wir ja garantiert abschießen. Jo, hoffentlich gibt's da nicht so viel von denen, sonst geht das wieder auf meine Munitionskapazität. Obwohl das geht. Da sind sie ja. Wo sind eure Zirkulatoren? Her damit. Her damit. Gleich machen wir das mal von oben. Richtig intelligent. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Hatte ich jetzt nicht vor. Ich habe keine Ahnung, wo du einen Zirkulator hast. Wir schießen einfach alles ab. Das werden Antennen sein. Oh. Zirkulator, her mit dir. Nein! Kannst nicht auch abhauen. Ist doch bestimmt da hinten, oder? Irgendwas zirkuliert da. Mal aufheben. Was haben wir denn hier? Ein Zünder. Ja, der Zünder bringt mir jetzt nichts.
Komm schon, irgendwas muss hier zirkulieren. Au. Ich hätte meinen Bogen verbessern sollen. Hab den ja jetzt neu ausgerüstet. Wie hast du das geschafft, Kollege? Ach, wir haben ja Mut. Dann wollen wir mal mutig aussehen. Hast du da oben was zirkuliert? Schön stillhalten. Keine Munition. Das ist generell nichts Gutes. Au! Arsch. Du bist ein Arsch. Ich bin so ein toter Arsch. Zirkulator? Nein. Kein Zirkulator aufgesammelt. Aber Pech. Was hast du noch so für Bauteile da unten vielleicht? Deine Möpse? Oder am Flügel? Wir probieren es mal damit. Boah. Dieser Dropkick von dem immer. Tja. Zirkulator. Irgendwer. Hammer bekommen. Hammer bekommen. Ach, ist das schön. Dann brauche ich wieder ein Lagerfeuer. Dann nehmen wir doch das nächstbeste. Nehmen wir doch einfach das nächstbeste. Solange es nicht auf dem Berg ist. Ach, das geht noch. Da kommen wir irgendwie hin. Ist hier eine Höhle? Nö. Nur ein kleines Wässerlein. Kann man, glaube ich, noch nicht als See bezeichnen. Tümpel. Ich glaube, Tümpel ist der passende Begriff dafür. Sehr. Was ist denn da oben so Schönes, außer das Lagerfeuer? Ist ja relativ elaboriert gemacht. Irgendwas hier? Ein Nest? Für wen? Na, vielleicht ist es so ein Ausguck. Wer weiß es schon. Ich hätte gern das Blümchen noch hier. Nö. Zur Kante will ich mich nicht fallen lassen. Jetzt habe ich gespeichert. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt wollen wir aber mal zurück zum Lagerfeuer. Kann ich direkt dahin? Nö, kann ich nicht. Na gut. Eine Schnellreise zum nächstbesten Lagerfeuer. Müssen wir noch kurz hochstapfen. Ich denke hoffentlich dran, meinen Bogen noch zu verbessern. Noch ein Gerücht. Was hast du denn schon wieder gehört? Hallo? Fremde, hör mich an! Ja, ja, was willst du? Spildeti! Wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Okay. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Das ist nicht gut, aber du bist ein ganz schönes Plappermaul. Ne, gut. Ich finde das System, wie gesagt, relativ gut. Dass ich hier Gerüchte und neue interessante Orte auf dem Weg erfahren kann. So, wir können jetzt relativ viel verbessern, solange es kein Langhorn-Zirkulator braucht. Oh, den kann ich ja gut verbessern. Auf Stufe 1 kleiner Maschinenkern wird benötigt. Kriegt man hin. Ja. Und Himmelsgleiter, Klingenschweif und Plündererradar für die nächste Stufe. Warum nicht? Waffenstatistik nochmal verbessert. Mittlerer Maschinenkern, Himmelsgleiter-Zirkulator und jetzt sollten wir aufhören, was auszugeben. Wir brauchen einen Brüllrücken-Beutelgewebe. Na, wo wir das dem abschießen. Achso, wir haben ja noch eine andere Waffe. Beziehungsweise zwei andere. Ah, das Outfit kostet ein paar Kröten. Dafür brauche ich das Geld noch. Bevor mir jetzt wirklich die Metallscherben ausgehen, müssen wir das kaufen. Sonst wird das nichts. Kajat, Schatten, okay, nur 400. Kaufe ich, ausrüsten. Look muss man natürlich sofort anwenden. Am besten im Inventar. Outfits, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Und anwenden. Ich hoffe, das klappt. Oh, ist das cool. Sehr schön. Na gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode.
wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.